Oh, was geht denn hier ab, Alter? Jo, wer seid ihr denn, ne? Oh, sag mal, wir sind G-Unit, Mann. Ja, also das, wir wollten uns nochmal richtig vorstellen, komm, Mann. Wie du siehst, wir sind noch nicht so viele. Warum hat er die Hände hoch? Das erklären wir euch gleich, Mann. Wir können uns auf jeden Fall wann anders nochmal richtig vorstellen, wenn wir uns richtig aufgebaut haben. Wir sind noch in der Probezeit. Die G-Unit. Was haben, was die, haben die mitgebracht? Wer seid ihr? Wir haben euch einen Boxsack mitgebracht. Was sollen wir mit dem Boxsack? Deines Geschenk. Was für Boxsack? Ja, der will es ganz in den falschen Anzug. Gerne, da bin ich doch direkt dabei, Mann. Was hat er gemacht? Er ist durch den Tod gefahren und war ein bisschen respektlos. Jungs, das können wir doch nicht mich. Das können wir uns doch für später aufheben. Stopp, wartet mal. Das ist euer Müll, den ihr hinbringt. Nehmt den mit, der gehört euch. Ich hab eine andere Idee. Wir stellen uns im Kreis und jeder darf einmal draufboxen. Ja, ja, lass mal das doch machen. Lass den mal los. Geh mal an Seite, ich mach den letzten Schlag. Ich geh 5.000. Je. Nein, wir müssen einen Kreis machen, sonst geht's nicht. Kein Kreis, ich hab ihn. 5.000, wo, hier. Gib mal dein Geld. Guck mal, wie der da liegt. Schon, Lambo, wie kann man dir helfen, Freund? Warum spricht der wie, warum lispelt der so? Was? Kann das nichts für, dass du lispelst? Sind so geboren? Wie heißt du? Was? Wie heißt du? Tobi, warum? Ja, weil du einem Freund ähnelst. Aha, und der? Das bist du neu eingereist? Du bist neu eingereist? Wir sind seit Monat oder zwei Monaten eingereist, aber es waren kaum hier. Doch an, ist mir doch egal. Beziehungsweise, ich hol den mal, okay? Ich muss da bloß kurz wegfahren, ich hol den mal. Du bleibst, du bist hier, ne? Ich bin hier, ja. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ey, wer redet hier so wie es? Wer redet hier so wie es? Er sagt gehört, ihr redet einer so wie es? ABB. Ja, kann sein. Bist du das hier? Ja. Du Allmann. Du redest so wie es? Was? Wie lange bist du denn hier? Bitte bist du aus? Ein, zwei Monate. Du bist ja niemals ein, zwei Monate. Wer bist du? Wie heißt du? Ich lass euch mal um eine Diskussion alleine. Das ist, glaube ich, sehr rein. Mein Bruder hat gesagt, du redest so wie es, ABB. Ja, ich bin so geboren, kann nichts sagen. Wie, du bist so geboren? Ich bin so geboren, du. Ja, ich bin auch so geboren. Warum redest du so? Ich bin so geboren. Willst du mich so aßen? Hallo. Willst du mich so aßen? Nee. Wie, du willst mich nicht so aßen? Warum redest du so wie ich? Ich will das nicht so aßen. Ich sag dir nur so wie es ist. Ja, natürlich. Ja. Auf einmal kommt so einer wie du hier. Ja, es war halt nie hier, ne? Ich bin halt eingerast und danach war ich 20, 30 Minuten her und danach nie wieder. Das glaub ich dir nicht. Dann glaub das halt nicht. Es bin Ziggy Black, mich kennt jeder zweite ABB. Und die wissen alle, ich lesbe. Also was laberst du hier? Ja, ich bin neu hier und ich weiß nicht, was du jetzt von mir willst. Es müsste, dass du damit aufhörst. Hast du mich verstanden? Es kann damit nicht aufhören. Du musst damit aufhören. Es kann damit nicht aufhören. Doch, musst du. Hör auf damit. Rede normal ab, Baby. Es kann nicht normal. Ich rede normal. Rede normal. Dann haben wir irgendwann ein dickes Problem. Hast du mich verstanden? Rede normal. Ich weiß jetzt nicht, was du von meinen Eiern willst. Was von deinen Eiern? Es schmeckt deine Eier. Es nimmt die mit der bloßen Hand und zerquetscht die. Ich will nicht, dass meine Eier anfasst. Das ist irgendwie eklig. Ne, es fasst ja nicht an. Es nimmt die Hand zu und dann quetscht es die weg. Also ja, trotzdem fasst du die an. Ne, es rissen das. Hast du mir was dann reden müssen? Es kann nur so reden. Nee, du bist noch nicht geboren. Das hast du alles zu mir, du Fanboy. Was für Fanboy? Warum redest du so wie ich, du Fanboy? Willst du mich verarschen? Ich bin so geboren, was willst du jetzt? Du bist doch gar nicht so geboren. Sag mal, willst du mich gerade verarschen? Nee, du willst mich verarschen. Du willst mich verarschen? Nee, möchtest du nicht? Doch. Wie heißt du? Tobi. Nachname. Sag es nicht. Sag der Nachname. Nö, geht das nichts an. Sag der Nachname. Nö. Jetzt muss man kurz einen Anruf tätigen, das kann doch nicht sein, ja. Warum musst du jetzt einen Anruf tätigen? Weil du mich verarschen müsstest. Sag mal, ich bin jetzt das erste Mal Ristes hier und jetzt kriegst du direkt Stress. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich muss gleich wieder schlafen. Geh schlafen. Ist besser für dich. Ja, hallo? Ja, Bruder. Der redet so wie wir. Ja. Warum macht er das? Der lispelt so wie wir. Das darf der nicht, oder? Der heißt Tobi. Ja, keine Ahnung, der will seinen Nachnamen nicht. Ey, sag mal deinen Nachnamen drunter. Nö. Sag. Na. Wie, du messest mit libanesischer Großamerika? Wollen wir die holen? Okay, wir holen die, okay? Ja. Also ist was jetzt Essen, was du von mir willst, ja? Der hat aufgelegt, der Götter. Ich komm mit meiner libanesischen Großfamilie. Guck mal, Bruder. Ich hab 100 Mann hinter mir, den hast du mal, zusammen. Jetzt warte mal, Bruder. Jetzt lass uns das mal klären wie Männer. Wie mit Männer? Ja, wie Männer. Wie?
Ja, wie Männer, mit Worten. Ja, dann erklär mal. Dann hau raus. Also, guck mal, ich erklär das dir, ja? Mein Vater hat meine Mutter. Und dann bin ich draus entstanden und dann, ja, bin ich so rausgekommen, wie es jetzt redet. Wie heißt deine Mutter? Meine Mutter, die ist leider verstorben. Wie heißt die? Die ist verstorben. Ja, wie hieß die Mutter? Meine Mutter Papa, hieß, Hier sind ein paar Leute. Daje. Wie? Daje. Daje. Aber Baby, ich bin hier gerade am Klären. Der redet so wie ich. Das darf der nicht. Ja, ist gar nichts für. Ich bin so geboren. Was willst du? Ich hab hier zwei Männer, ist den. Der meint, der ist so geboren. Ich bin so geboren. Wollt der mit jetzt aufsitzen? Und der, das kriegt euch auch nichts weiter. Und der diskutiert die ganze Zeit. Kennst du Nemok? Wer? Nemok. Ich kenn hier niemanden. Hamudi. Hamudi Salami. Ne, kann das auch nicht. Kennst du auch nicht? Warum ist dein Kollege eigentlich hier? Ja, besser ist das mit dem Ganzen. Besser ja, Kollege. Keine Ahnung, wer das ist. Noch nie von dem gehört. Es kennt ihn nicht. Der gibt sich so wie mir aus. Es gibt es gar nicht wie niemanden aus. Natürlich. Nein. Es war gerade. Ich hab gerade einen Anruf bekommen. Hier ist einer am Würfeltag. Der gibt sich als das aus. Und dann bin ich direkt hierher gefahren. Das kannst du noch nicht erzählen. Das weiß der im weißen Lambo, ne? Mit der pinken Unterbuchse. Ja, natürlich, natürlich. Ja, ja, ja. Der hat auch gesagt, warum redest du so wie er? Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Weißt du, ich bin hier so. Also, ich bin so geboren. Und da kann das nichts dafür. Du siehst aus, als bist du heute neu eingereist. Hallo. Nee, ich bin heute nicht neu eingereist. Ich bin zwar so ein. Wie gesagt, ich bin vor einem Monat oder so bin ich hier eingereist, war 20 Minuten hier und danach nie wieder. Gummibärenbande. Ey, Jungs, die Penner, Alter. Alarm! Pidila, ich hab eine Anzeige verstanden. Ja, ey, Lacka, Baby, Herr Officer. Anzeige hab ich. Pidila, wie wär's mal mit gutem Rösti? Hallo. Ich möchte doch eine Anzeige starten. Darf ich vielleicht einsteigen? Hallo, was fahren Sie gegen mich? Was fahren Sie gegen mich? Ja, lecker Baby, wer ist er denn? Ey, Officer! Oh. Hallo, Officer! Herr Polizist, warum fahren Sie mich ständig hinterher? Warum rammen Sie mich? Was trollt ihr alle, Digga? Was ist denn trollen der Herr? Warum fahren Sie mich auf mich? Hey. Hallo, Herr Polizist, warum ver... Digga, ja, was ist denn das hier, Alter? Herr Polizist, hallo. Ja. Herr Polizist, warum rammen Sie mein Auto die ganze Zeit und fahren mir hinterher, wo ich nichts mache? Weil Sie von mir wegfahren. Soll ich steigen mal aus? Ja, da... Darf ich das nicht? Digga, er fährt hier, okay, gut. Wir ficken den jetzt. Dicky, lass mich rein. Ich hab hier schon jemanden drin. Ficken den jetzt, okay? Hab den. Er macht diesen, Digga, nein. Er schlafen gegangen. Was ist ein Köter, Digga. Oh Mann. Der eine hat weiß-blau, der andere hat schwarz, der eine hat weiß. Warum schießt er? Bruder, was soll das denn? Was soll das jetzt? Was willst du mir damit sagen? Bevor ich mich vergesse. Nur weil der hier die Naloa mal gemacht hat. Ich schwöre auf alles, Digga. Und hat reingeschissen. Ich will den mal zum Ausrasten bringen, ja. Ja, aber ich will mal wissen, wie der ausrastet. Ja. Schieß mal ein bisschen, wir wollen den zum Ausrasten bringen. Bruder, Annie, was willst du? Ich verstehe jetzt dein Problem gar nicht. Wir machen gar nichts, ne? Wir machen gar nichts. Nee, einer von euch schießt von euer Auto, das ist der Beifahrer hier. Nein, der hat gar nichts gemacht. Ich, oder? Der hat gar nichts gemacht. Der war die ganze Zeit im Kopf. Wie gesagt, einer von euch hier schießt. Ich verstehe gar nicht, was soll das denn? Was ist denn Mission jetzt? Sag mal jetzt. Also, das stört einen, weil ich denke mal, einer schießt auf uns drauf. Herr, und dann... Herr, aber wir machen doch gar nichts. Achso, das kam jetzt von woanders, ja? Ja, das kann nicht sein. Die laufen so, viele Kameras rum. Also. Ja, alles klar, okay. Ich hab ja voll einen gesehen hier. Jungs, hört auf, Jungs. Wir sind doch in der South-Side oder so. Der Pollard weint schon gleich hier. Ist alleine da vorne. Wo ist er lang gefahren? Bruh! Was ist das? Dash, der ist tot. Bruh, ist ja arm. Jungs, erklärt mir bitte, wer schießt hier jetzt? Ja, hört doch einfach auf. Ja, was ist denn noch verkaufen oder was? Ein Krüpp schießt. Ja, aber doch nicht schwach. Oh
Oh nee, bitte nicht. Einmal bitte rechts ranfahren. Würden Sie nicht anhalten, muss ich auf Ihre Seite? Ja, aber sonst können Sie ja nicht, Herr Baby. Sonst kannst du ja nicht. Außer nur auf die Reifen ballern. Ja, wie viel Schluck der Bastard. Ganz schnell weg. Ich bin entkommen. Oh mein Gott. Junge, wie viel hat der Bastard denn geschluckt, Alter? Wirklich. Ach, guck mal, die korrupte Polizei hier. Oder verpiss dich, ich geh doch einfach mal weg. Wie verpiss dich? Warum seid ihr denn immer so unfreundlich, Alter? Ja, weil du kommst mit direkt rein. Bullen, Alter, was ist los, Dicky? Ja, was macht ihr hier schon wieder korrupte Arbeit, Alter? Was für korrupte Arbeit? Die macht nicht, ja, die macht immer korrupte Arbeit. Also wirklich? Der Beifahrer nicht, der Blonde, ja, der kennt nur seine Langweile. Ja, natürlich. Oder alles erklärt sich von selbst. Wer bist du, HBB? Ey, wer war denn eigentlich gerade eben hier? Ich hab einen Johnny-Player bei. Alles gut, Bruder. Karten noch geschenkt bekommen. Laber nicht. Wie ein Johnny-Player. Wie heißt du, HBB? Was für ein Johnny-Player, ja? Warte, wie heißt du? Damasti heißt er. Wer ist das, ja? Keine Ahnung, sag mir, kennt dich, Sticky King. Soll ich mal dazu kommen? Ja, sag rum, hat er Saisons Stress oder so. Keine Ahnung, ja. Ja, ich nur vermieten. Ja, ich komme jetzt nicht noch. Ja. HBB. Okay, HBB. HBB, was machst du denn hier, Digga? Ich hab ein bisschen. Kennst du die App auf dem Handy, YouTube? Ja. Ja, und da habe ich so ein paar Videos entdeckt und da habe ich gedacht, ah, kommst du, gehst du mal besuchen. Und jetzt bin ich hier auch in der Fraktion und jetzt gefällt mir's. Bist du dann schon hier im Start? Seit heute. Seit heute schon in der Fraktion. Stabil. Natürlich. Schönen Tag dir noch. Ciao.